willkommen auf Gaming Paradise 1946 zu dem nächsten Part unserer Legendenkarriere rund um Peter Cech. Ja, Leute, wir sind kurz davor, die reguläre Saison in der österreichischen Liga zu beenden. Stehen aktuell auf Platz 2, werden uns also wohl für die Meisterliga qualifizieren. Schauen wir mal, ob wir vorher noch ein reguläres Saisonspiel selber spielen dürfen. Ihr seht schon, Salzburg und Pilsen sind genau gleich von den Punkten her, jeweils 45. Nach 18 Spielen ist man gar nicht so schlecht. Okay, wieder Transferphase. Ich habe nicht vor zu pflichten. Möchte aber an der Stelle mal wieder ins Training rein. Also unser Spiel aus dem letzten Part hat mich persönlich sehr überzeugt. Es ist natürlich immer noch Luft nach oben. Weil wir stehen nicht umsonst da, wo wir gerade stehen. Man hätte hier unten bei Pro anpassen, das auch auf den Torwart umändern müssen. Tore und Vorlagen 0. Macht ja wenig Sinn. Irgendwie Gegentore hinnehmen müssen oder sowas. Ganz kurz in den Kalender rein, was noch so ansteht. Januar gar nichts mehr, dann 2 Spiele im Februar. 3 im März? Nee. Zwei im März, das müsste Dänemark hier sein, ja. 2 im März noch, im April nichts mehr. Das heißt, es gibt auch keinen Pokal. So wie ich das hier gerade gelesen habe. Achso, ja. Das ist so irritierend. Jetzt können wir nämlich wieder rein. Dann nächstes Training anstellen. Die Wertungen sind doch jetzt langsam eigentlich recht okay. Aber die sehr spannende Transferphase im Januar haben wir gleich überstanden. Zwar genau gleich. Ich fand das früher besser, dass man das mit Zeitraffer machen konnte. Meine ich mich jedenfalls erinnern zu können. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass einer unserer Spieler jetzt für Salzburg aufläuft?
nochmal ins Training und dann geht es auch mit den Spielen weiter scheinbar. Und mal schauen, wann wir unser nächstes Debüt haben. Nächstes Debüt. Unser nächstes Pflichtspiel haben. Jetzt gegen Pölten. Oh, wir sind direkt im Spiel dabei. Aber vermutlich, weil es ein vermeintlich einfacher Gegner ist. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Denke mal, dass wir jetzt nur noch die kleinen Liga kriegen. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Außer wir machen Mist. Ein Highlight, die Stimmung ist riesig. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie sind heute recht defensiv eingestellt, oder sehe ich es falsch, Buschi? Ja, sieht erstmal so aus, wenn wir das Spiel aber die rum haben, gehen natürlich mit nach vorne aus der werde ich noch, und dann sieht das schon ganz anders aus. Soweit sind wir hier, bis wir das nächste Gästen, Spiel kriegen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Schrägstrich wenn die so reguläre Saison im Krieg. Nächstes Jahr auf europäischer Ebene mit. Sie liegen aussichtsreich in der Tabelle. Zeigen wirklich gute Leistung. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Freistoßposition. Oh. Das ist eine gute Chance. Freistoß, Chance, vielleicht Pfosten. Bah, war der und unfair. Jetzt ist der Ball geklärt. Na, da wollten sie die Führung, das hat man gespürt, versuchen alles und dann haben das Pech, dass das Ding am Aluminium landet. Sie schlagen den Ball ins Aus, gibt Einwurf. Gute Aktion. Jetzt ist es gefährlich. Er stand in den Tagen vor diesem Spiel ja so ein wenig im Mittelpunkt. Denn er hört ja auf, Buschi. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den kannst du nicht ersetzen, Wolf. Ganz wichtiger Mann, nicht nur spielerisch, auch fürs Teamgefüge. Auf den konnte der Trainer immer bauen, konnte sich immer auf ihn verlassen. Klasse Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Gefährlich! Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Und Limberski. Klasse Pass. Da ist die Flanke. Ja, zweite Runde. Ja, könnte was werden. Okay, ich kann mich wieder verlesen mit Salzburg. Was macht er draus? Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ich habe sehr komisch empfunden. Ja, jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Direkt der nächste Einwurf hier. Chance zur Flanke jetzt. Ja, energischer Vorstoß. Macht er gut. Gute Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Sieht gefährlich aus. Er schießt. Super. Hat er rüberlegen müssen. Ja, hätte man einfach rüberlegen müssen. Ecke kommt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. So ist heute mal wieder. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Guter Vorstoß, kann was werden.
Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Da wäre Platz für den Konter. Nicht mit mir im Tor. Tja, Konterchance verpasst. Ja, er ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben Sie hier ein wenig vertrödelt. Gefährlich! Schon genau. Guter Vorstoß jetzt. Klasse Pass! Ja, könnte was werden. Kann er was draus machen? Ungefährliche Aktion, kein Problem für die Torwart. Das habe ich schon gefährlicher gesehen. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Was macht er draus? Jetzt könnte die Aranha bekommen. Gut gemacht, gutes Tackling. Da hat der Torwart gar kein Problem. Lucek. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Ja, mal hoch denn. Ich überlege mir gerade, im letzten Spiel hatten wir dreimal den Ball verloren, laut Statistik. Ob das vielleicht zählt, wenn ich einen hohen Ball spiele und der Ball nicht bei uns landet. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Und beim Abstoß zum Beispiel. Jetzt müssen Sie aufpassen. Weg ist der Ball. Boah, die Fahne nervt gerade tierisch. Und direkt zurückgespielt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Das könnte die Führung geben. Nee, den Ball trifft er zu. Habe ich gut die Ecke zugemacht, würde ich sagen. Habe ich schon mal erwähnt, ich bin die 1. Ecke kommt rein. 96 groß. Ganz stark. So, der Peter Cech ist 1,96 groß. Lucek. Wird das seine Torchance? Sie sind geduldig und warten auf die Lücke, bei der die da kommt und das Tor. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Und das wird Ihnen jetzt richtig Aufwind für die zweite Hälfte geben. Ja klar, wenn du so kurz vor der Pause triffst, das ist ein gutes Gefühl. Und das gibt dir natürlich nochmal richtig Dampf für den zweiten Abschnitt. Der perfekte Zeitpunkt. Jan Hofer mit dem dritten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die... Okay, Leipzig spielt wohl nicht. Durchgang 2 hat begonnen. Super dazwischen gegangen. Lucek. Jakub Rabitz. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi? Tja, Wolf, sie liegen hier hinten und von ihm kommt ehrlich gesagt auch zu wenig. Ich habe hier kaum eine Szene auf dem Zettel. Also ein Spieler seiner Klasse muss mehr liefern.
Alle Details sind geklärt. Er wird wechseln. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Da kann er sich den Ball holen. Ich habe gerade nicht ganz mitbekommen, wer und jetzt wohin. Und da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da gab es einen Wechsel, das hat man ja gehört. Gut und fair, das Tackling. Und Limberski. Jetzt der Ballverlust. Kann er was draus machen? Da zieht er ab. Er macht den Ball nicht rein. Und damit fehlt weiterhin ein Tor zum Ausgleich. So, wenn der jetzt nicht reinkommt, auf sowas dann. Gut den Ball verteidigt. Okay, zählt nicht scheinbar, weil der Bubble bei uns angekommen. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Das könnte die Chance werden. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Jetzt ist es gefährlich. Gut abgeblockt. Jetzt hätte man ein bisschen besser spielen können. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Ja, könnte was werden. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So, immer weiter läuft der Ball, immer weiter suchen sie die Lücke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion. Und? Boah, jetzt aber habe ich nur einen Schritt gehen können. Und Limberski. Was macht er draus? Und die Situation geklärt. Limberski. Macht er gut. Schirmt den Ball gut ab. Ball kommt rein. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Und Limberski. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ja, sie können erst mal klären. Ich aufs Tor erstmal. Klasse Pass! Gefährlich! Schon gemacht von Alvia. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Oh. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt der Vorstoß. Kann er was draus machen? Da ist die Flanke. Super Einsatz vom Torhüter. Ja, gut rausgehauen. Wenn der oben im Winkel geknallt ist, no chance. Da kommt die Ecke. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann Sonnending dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend.
jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Und da ist der Ball wieder weg. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich eingreifen, aber noch nicht. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ja, energischer Vorstoß. Flanke jetzt. Die Flanke bleibt hängen. Schade. Da war sicher mehr drin. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Da verlieren wir den Ball. Nachspielzeit ist jetzt auch gleich rum. Tolles Passspiel heute bei Ihnen. Sehr flüssiger Spiel. Genau jetzt. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei. Ergebnis stimmt. Wieder ein Spiel zu Null. 2 Schüsse eingefangen, einen pariert. 2 Abwürfe kamen an, 3-mal schlechtes Stellungsspiel. Oh, kann man ruhig mal so stehen lassen an der Stelle. Ich werde jetzt noch, wenn es denn noch 3 Spiele gibt, die wir simulieren können, soweit vorsimulieren. Ansonsten, wenn es jetzt zu meinem nächsten, es kommt zu meinem Pflichtspieleinsatz, geil. Gut, dann endet hier noch nicht die reguläre Saison, aber der Part. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge hier. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge unserer Legendenkarriere um Peter Cech wieder. Für diesen Augenblick heißt es für mich aber dann nur noch, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.